Sigisbert Dolinschek, BZÖ. Herr Minister, Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren. Jetzt haben alle Fraktionen sozusagen ihre Meinung geäußert. Ich bin jetzt von meiner Fraktion der Erste. Ich kann mich eigentlich dem voll anschließen, dass diese dringliche Anfrage jetzt einmal ordentlich in die Hosen gegangen ist. Die mit der einzigen Ausnahme vielleicht, dass die steigende Arbeitslosigkeit sicherlich ein Thema ist, das zum Diskutieren ist. Aber alles andere, glaube ich, ja, da ist einiges daneben gegangen. Aber es ist auch kennzeichnend, wenn man weiß und den Kollegen Luger kennt, dass er einen sehr starken und ausgeprägten Egoismus hat. Das kommt halt da drüber. Aber man sollte halt immer wieder die Dinge von zwei Seiten betrachten. Das habe ich mir eigentlich immer angeeignet, egal in was für einer Position, seinerzeit in der Privatwirtschaft, auch als Betriebsrat und in anderen Tätigkeiten, dass man dann leichter die Situation auch versteht und mit den anderen eine Gesprächsbasis hat oder ihn auch leichter gegenübertreten kann. Das ist einmal das eine. Und wer das Gold hat, der macht die Regel. Ja, das ist sehr angelehnt an die Diktatur und das möchte ich nie haben. Und ich hoffe, es holt auch dich, lieber Herr Kollege Luger, einmal diese Regel nicht ein in deinem eigenen Gremium. Kurz zum Gewerkschaftsbund. Bekenne mich dazu, dass eine freiwillige Interessensgemeinschaft unselbstständiger Erwerbstätiger wie der Österreichische Gewerkschaftsbund, der ja sozusagen überparteilich ist, ja, seine Berechtigung hat und keiner die Abschaffung verlangen sollte, weil dann könnt ihr ja gleich jeden Kulturverein, jeden Sportverein auch abschaffen. Ja? Das ist nicht das Gelbe vom Ei, das ist nicht sinnvoll. Aber natürlich ist es so, und das war auch immer meine Meinung, man muss halt dort hinein und schauen, dass man dort auch ein Mitspracherecht hat. Das ist natürlich in der Privatwirtschaft, bei der Gewerkschaft natürlich sehr rot dominiert, bei den Beamten sehr schwarz dominiert. Und das ist halt so, nicht? In diesem Bereich. Und dass da nicht alles richtig läuft, das wissen wir auch in der Vergangenheit nicht, weil deswegen war es ja so, dass der Bundeskanzler Schüssel seinerzeit auch die Sozialpartner stark von der Regierung, genauso wie vom Parlament hinausgedrängt hat und wie der Bawa-Skandal war, auch der Bundeskanzler Gusenbauer, das ebenfalls so gehandhabt hat, was ihn dann eigentlich selbst zum Stolperstein wurde, 2 Jahre später, weil wie er die Wahl gewonnen hat, hat man ihn nicht gleich einmal in die Wüste schicken können. Das einmal dazu. Das nächste, Sonntagsarbeit, Ladenöffnungszeit. Ja, natürlich ist es so, dass es Personen gibt, die am Sonntag arbeiten müssen, die nach Feierabend arbeiten müssen, das ist im Pflegebereich so, das ist im Krankenhausbereich so, das ist in den verschiedensten Bereichen so, weil dann macht ja die auch kein Geschäft. Es muss ja jemand die Gelegenheit haben, irgendwo was zu konsumieren und das auch zu genießen. Aber der Kuchen ist immer der gleiche und wenn ich eine Ladenöffnungszeit habe, 0 bis 24 Uhr und da 7 Tage in der Woche, so wird der Kuchen auch nicht größer, sondern er verteilt sich nur auf diese 7 Tage und da mal 24 Stunden. Das ist nicht anders. Das ist halt einmal so. Und in jenen Bereichen, ja, in jenen Bereichen, wo ja zusätzliches, ja, Einnahmen lukrieren kann, wie im Tourismus, ja, da habe ich ja am Verordnungsweg jede Möglichkeit in Österreich. Jeder Landeshauptmann kann auf dem Verordnungsweg ein Tourismusgebiet zum Tourismus erklären und da ist es am Sonntag halt offen, dass die Touristen dort auch einkaufen können. Das kann man alles machen. Aber jetzt einmal zu den Dingen wie Mitarbeiterbeteiligung. Wir haben die Gelegenheit gehabt und die Frau Vorsitzende des Sozialausschusses hat ja auch mit den deutschen Kollegen eine Aussprache gehabt über einen Gedankenaustausch, über Sozialpolitik, Arbeitsmarktpolitik und so weiter. Und dort habe ich auch einmal die Frage gestellt, was haben die deutschen Kollegen dazu sagen mit einer Mitarbeiterbeteiligung? Hat ein Kollege aus der CSU gesagt, ist maximal denkbar bei börsennotierten Unternehmen, überall woanders nicht. Und dieselbe Erfahrung habe ich auch gemacht. Wir haben auch gehabt verschiedene Mitarbeiterbeteiligung. Am Ende des Jahres ist es halt so, ja, wir haben gut bilanziert, super und so weiter, aber damit wir wettbewerbsfähig sein müssen, müssen wir neue Maschinen anschaffen und da muss natürlich auch dort der Teil hineingehen. Ich meine, das ist für einen Mitarbeiter nicht kalkulierbar. Ich bin dafür im Regierungsprogramm, ja, Frau Kollegin Oberhauser, haben Sie das auch drinstehen, ja? Gewinn- und Kapitalbeteiligung, ja. Aber es ist eine gefährliche Sache, gell? Ich sage es Ihnen nur, also man kann über das eine und das andere reden, wo man gewisse Dinge dazu bezahlt, aber nicht überall. Aber jetzt einmal zu dem Thema
die Arbeitslosigkeit. Die sollte nicht verniedlicht werden in Österreich. Wir haben die höchste Arbeitslosigkeit seit Kriegsende. Das ist einmal so. Ja? Und da muss man dagegen arbeiten. Dagegen arbeiten. Wenn jetzt geredet wird über Delhi, 3000 Leute, ja, stehen da auf der Straße. Ja? Sehr bedauerlich. Muss dagegen gesteuert werden. Ja? Aber nicht nur Delhi. Ja? Wenn der da eine Ausrede sucht dort, ja, dass das wegen der Sonntagsöffnung ist, so ist das an den Haaren herbeigezogen. Das stimmt einmal sicher nicht. Aber es sind ja auch andere, so wie der Wäschehersteller Triumph hat Leute angemeldet. 350, Niedermeyer, 280. Die Bank Austria will 800 Leute bis 2016 loswerden. Die Babak BSK ebenfalls bis Ende des Jahres 500. Swarovski 150, AT&S und so weiter und so fort. Wir haben schon ein gewisses Problem. Und man kann das nicht immer schönreden, dass wir am besten dastehen in Europa, ja, mit der geringsten Arbeitslosigkeit, mit der geringsten Jugendarbeitslosigkeit. Sag ich einmal, die Arbeitslosigkeit ist um 22.172 gestiegen im Vergleich zum Vormonat des letzten Jahres. Da sind immer halt um 10,1% dazu. Und dann gibt es noch 72.158, die in Schulungen sind. Wir haben 242.242 Arbeitslose. Und das Interessante ist, dass auch eine steigende Arbeitslosigkeit bei den Akademikern ist. Das ist besonders besorgniserregend, weil ja das hochausgebildete Leute sind. Und da muss entgegengesteuert werden, geschätzte Damen und Herren. Und eines, Herr Bundesminister, Herr Staatssekretär, im Regierungsprogramm 2008 bis 2013 steht drinnen, wir wollen ein modernes und flexibles Arbeitsrecht schaffen und eine Beseitigung dieser Rechtszersplitterung. Bitte setzen Sie das endlich am Lohn. Bis jetzt haben Sie noch gar nichts gemacht. Wir haben noch immer keine Regelung für die neuen Selbstständigen. Wir haben bei der Entgeltfortzahlung, haben wir gerade wieder gehört, bei den Freiwilligen jetzt, die in Einsatz sind, dass es da Unterschiede gibt bei der Entgeltfortzahlung. Bei den Angestellten ist was anderes wie bei den Arbeitern und so weiter. Da müssen wir uns gemeinsam dafür einsetzen.